So, willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange. Und mir ist gerade aufgefallen, weil ich kurz in meinen vorherigen Part reingeschaut habe, den ich gerade eben aufgenommen habe, dass die Audiospur leider ziemlich leise ist, weil ich versucht habe, das Ganze über OBS aufzunehmen, da ich momentan mit meinem Schneideprogramm ein paar Schwierigkeiten habe und es nicht so einfach ist, die Audio mit der Videodatei synchron zu kriegen. Wollte ich es mal anders ausprobieren, aber es hat jetzt nicht so gut geklappt, was mich ziemlich gewundert hat, weil es bei meinem letzten Part von Blade and Soul, also bei Part Nummer 5, weil es da eigentlich ganz gut geklappt hat, aber bei Life is Strange war das irgendwie nicht so der Fall. Deswegen, ja, kann ich leider an der Audiospur in der letzten Folge nichts retten, weil es eben nicht separat aufgenommen wurde und ich hoffe, das ist mir verziehen, dass ich 40 Minuten ziemlich leise geredet habe. Doesn't look like the Price family is rolling in dough these days. Noch mehr Rechnungen. Ihre Abrechnung ist beigefügt, dringend. Elektrizitätsrechnung enthalten, überfällig. Klingt ja super. Noch mehr Fotos? Now this is the Chloe I remember. Always smiling and laughing. Not so No. much anymore. Ist ja ein süßes Foto mit den Tauben hier am Parkplatz. Da hängen auch noch Selfies. Sieht ja lustig aus. Oh, wir haben eine SMS von Kate bekommen. Schauen wir mal. Hey Max, bist du in der Nähe? Immer, alles klar? Möchtest du später Tee trinken gehen? Absolut, ich habe ab 4 Zeit. Ja, dann hoffe ich, dass sie da auch Tee trinken waren. Bis dann. Danke nochmal für deine Hilfe, Max. Kein Problem, der Typ ist ein Arschloch. Und du bist gerade in seinem Haus, Max, aber ja, der Typ ist ein Arschloch. Das lässt sich mal nicht abstreiten, würde ich sagen. So ein I Mini-Fernseher, habe haven't ich seen this gemeint. place in 5 years. Seems like forever. Das klingt ja furchtbar, machen wir mal lieber aus hier. Strom sparen. Äpfel? Nein, es sind Donuts. Ja, ich bin auch blind. I'd love to go to Paris too. At this rate, they'll be lucky to get to Portland. Ach ja, wenn man Schulden hat und nach Paris will, ist das Ganze mal nicht so einfach. Gerade auch, weil da jetzt nur ein paar silberne Münzen drin liegen. Da ist ein Foto von Chloes Mom. Joyce still works at Two Wells Diner. Best damn burgers in Arcadia. I better get one soon. Dann haben wir bestimmt auch Rabatt. Eine Einkaufsliste: Müsli, Milch, Erdnussbutter, Schokolade, Kuchen, Öl, Bananen und Toilettenpapier. Alles, was man für ein gesundes Frühstück braucht. Hier liegen ein paar Essensmagazine. Yum, that looks tasty. I do miss Joyce's cooking. Na, vielleicht kocht sie uns ja was. Heiße Reifen, Holzofen, Pizzawagen. Ach ja, Holzofenpizza ist verdammt geil. Muss man einfach so sagen. Lässt sich nicht abstreiten. Oh, ich liebe die Geräusche hier. I can feel autumn pushing out the summer. Oh, es ist eine sehr schöne Ambienz hier. Ach ja, vor allem mit dem Sonnenuntergang und den Vögeln. Ach, jetzt vermisse ich Sommer. Dankeschön. Sehr super, dass gerade Dezember ist. We made this grave for Chloe's kitty. Poor Bongo. He never saw that car coming. Es scheint die Katze von dem Foto vorhin gewesen zu sein. That took Chloe and me the whole day to draw. It's almost invisible now. Dann hätte man es eventuell nicht in der Sonne liegen lassen sollen. Sieht aber immer noch schön aus. Chloe und Max auf Jabberwock Island. Fehlt nur noch ein Nagito Sprite im Hintergrund und das Bild wäre komplett. Da ist eine Schaukel. What do you truly want to do when you grow up? Max, I'm already grown up. What about you? Travel. That would be awesome. Explore the world, go far from here. Far from me? Thanks a lot, dude. Dude, you would totally come with me. I need a bodyguard for our adventures. I would be like Lara Croft, except real. That would be majorly cool. Totally. We'd have cars and boats and planes all over for instant escape. And no adults could tell us what to do. Count me in. What would you do while I was bodyguarding you? Maybe take pictures of our adventures. I would love to be a photographer. As if I ever could be. Was geht da mit den Vögeln ab? What are you talking about? Max, you are a photographer. Your pictures could be in a museum.
Someday they will. I believe in you. Finde ich süß, dass Chloe schon damals an Max geglaubt hat. Aber umso trauriger, wenn man bedenkt, dass Max gesagt hat, ja, du wirst mit meinen Abenteuern dabei sein und mitkommen. Und dann haben sie sich 5 Jahre lang nicht gesehen. Da liegt ein Ball auf dem Dach. Scheint schon ziemlich lange dort zu liegen. Gehen wir mal wieder nach drinnen. So. Da ist ein Fleck auf dem Boden. Okay. Hey, I remember that stain. Chloe and I knocked over Joyce's wine bottle and we scrubbed forever, but it never came out. We got so busted. Och. Ah, ist ja ein sehr schönes Foto. Weird flex, but okay. If I took this picture, the deer would be standing on your ass. Aber sowas von. Damn, it's the couch. We used to pretend it was a pirate ship. Looks like a shipwreck now. Ja, schon ein bisschen. Come on, open it, chicken. Hold on, and I'm not chicken. Prove it. You drink first, Max. No way. It was your idea, Chloe. Whatever. Give me that bottle. Well? Tasty. Very tasty. Here, I want a sip. Sorry, this is not for kids. Don't be greedy. Give me some. Oh shit, the carpet! There's wine all over. What do we do now? My parents are coming. Cover it up. So hört man also auch mal, was damals passiert ist mit der guten Weinflasche. Ist ja ganz interessant, weil ich dachte, Max wird jetzt einfach nochmal irgendwie irgendwas Tiefgründiges sagen. Weil ich wollte nur sagen, dass wenn wir die Gelegenheit haben, uns irgendwo hinzuhocken und nochmal über irgendwas zu reden, dann mache ich das natürlich gerne, weil ich wissen will, was so in Max' Kopf abgeht. Und manchmal bekommen wir scheinbar auch Flashback-Szenen, wo, so wie jetzt gerade. I guess they're aging, these books. Ach. Wer hat schon Zeit zu lesen? I should be able to find the tools I need here. Okay. Dann schauen wir uns mal hier um. In der Garage. Es sind aber sehr viele Konservendosen. Look at all that food. That's like enough spam for 100 years. Ja. Das stimmt allerdings. Da ist die Tür, wo wir wieder zur Treppe hinkommen, scheinbar. Da ist ein Auto, das ist gerade am Reparieren. Am Reparatur. Kann ich reden. Check out the muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. Ach. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Autos nicht aus. Poor little deer. Hm. It's not enough to kill you, they have to display your head. Das scheint der Hirsch gewesen zu sein, der auf dem Foto im Wohnzimmer abgebildet war. Oh, Akten. I wonder what's in those files up there. Na dann. Shit! Butterfingers! Gut gemacht, Max. Zum Glück können wir die Zeit zurückdrehen. Finden wir irgendwie einen Hocker oder sowas? Oder. Ja, das ist jetzt die Frage. Wie bekommen wir die jetzt darunter, ohne dass. Passiert uns das nochmal, wenn wir es mal. Ja. Ah, da liegt ein Foto. Okay. Kate Marsh? Why the hell would he have pictures of her? Okay, this is getting totally weird. She knows something. Okay, er ist ihr sogar ins Wohnheim gefolgt. Krass. Da, also entweder hat er richtig nah rangezoomt oder er stand schon. Okay, er stand jetzt nicht mit der Linse direkt vor ihr, aber. Das ist krass, dass er wirklich so nachgelaufen ist. She knows something. Okay, das ist interessant. Vielleicht weiß er irgendwie mehr über Kate, was so bei ihr abgeht, warum sie so zurückhaltend und depressiv ist. Vielleicht ist ihr ja auch irgendein Trauma an der Schule widerfahren oder sie hat irgendwie Sachen gesehen mit Rachel. Vielleicht irgendwas in dem Sinne. Schrank. Ich sollte mal gleich zurückspulen, nicht, dass David sieht, dass wir hier rumgeschnüffelt haben. Das mache ich mal lieber noch, bevor ich es vergesse. Und sind die Akten. Nee, sind immer noch da unten. Okay. Alles gefixt, gar kein Problem. This must belong to Chloe's stepdad.
No password. Like it would help me find tools anyway. Ich würde da trotzdem gerne reinschauen. Gerade wenn wir jetzt diese Akten von Kate gesehen haben, bin ich da doch sehr neugierig. These are way too big. I need tiny tools for that camera. Ach ja, stimmt ja. Mit so einem, mit einer riesen Brechstange können wir da nichts anfangen. Nochmal so ein Fernseher. Ein Überwachungsfernseher. Diese Tat wird konsequent nicht, wenn ich zurückspule. Should I switch this on? Decisions, decisions. Ja, komm. What the? Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms? For reals? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? Das ist eine gute Frage, ob sie davon Bescheid wissen. Vielleicht. Vielleicht hat er einfach irgendwie selber ein Trauma und es ist einfach seine Art, irgendwie mit seiner Paranoia umzugehen, aber dann sollte Joyce auf jeden Fall Bescheid wissen. Wenn es irgendwie sein eigenes Problem ist, dass er irgendwie traumatisiert von irgendwas ist oder so und deswegen zur Übervorsicht neigt, dann denke ich mal, müsste seine Frau Bescheid wissen. Aber Max sollte vielleicht nicht Bescheid wissen, deswegen sollten wir eventuell dann nochmal zurückspulen. Ich will nur die Karte hier anschauen. Wow, Sir, a map of Blackwell Academy. I wonder why. Da sieht man die Orte, wo die Kameras installieren möchte. Da am Parkplatz. Zum Weg vom Parkplatz. Da, wo Justin gechillt hat. Also auch in den Dorms oder vor den Dorms. Ist auf jeden Fall krass. Okay, dann machen wir mal wieder zu. Die sehen ja nicht, dass wir den aufgemacht haben. Wir haben ihn ja wieder zugemacht, also kann er ja nicht wissen. Der Fernseher ist ja aus. Er kann nicht wissen, dass wir ihn angemacht haben. Weil oben das Symbol steht nur dran, wenn wir... Max, kannst du damit aufhören? Oben das Symbol steht nur dran, wenn wir gerade aufmachen. Deswegen machen wir einfach wieder zu. Und dann wird die Tat keine Konsequenzen haben. So, ganz einfach geht das. Da sind die Werkzeuge. Was ist hier noch? Eine Zielscheibe? Yes, score. Meine Reaktion wäre eher gewesen, wer zum Fick hat hier eine Waffe? Aber okay, wir haben ja schon gesehen, dass Chloes Stiefvater zumindest jagen geht im Wald und hier sind auch, ist ein ganzes Waffenarsenal. Und eine Waffe fehlt. One of these guns is missing. I hope Chloe's stepdad isn't packing heat. Oh Gott, wenn der mit einer Knarre an der Blackwell rumlaufen würde. Ja, dann wäre es interessant, wenn es zu einem 101 mit Nathan kommen würde. Chloe's stepfather is this asshole from Blackwell? You've gotta be shitting me. Auch schon gecheckt, Max. Und er war in der Army. Na super. Ja, okay, dann kann aber echt sein, dass er irgendwie, nicht PTSD, aber halt zur Übervorsicht neigt, weil er halt eben vom Schlimmsten ausgeht, weil er schon einiges im Krieg mitgekriegt hat und deswegen ein bisschen paranoid ist und vielleicht einfach sich um seine Familie sorgt und sie beschützen möchte. Er weiß halt nur nicht so richtig wie und seine Maßnahmen sind jetzt nicht gerade die besten, nehme ich mal an. Chloe's stepdad is head of security at Blackwell. He wants to put surveillance cameras all over the school? How paranoid can you get? Ja, er hat auf jeden Fall ein Stalker-Foto von sich selbst. Okay. Nice. Sehr, sehr nice. Boom. Precision screwdrivers. Except I can't reach them. That does not look stable. Ja, dann. Oh, shit. That was very smart, dumbass. No can reach. Ich frage mich, ob wir jetzt automatisch aus der Szene rausgeschmissen werden, wenn wir jetzt hier irgendwas machen, weil wir wollten ja, glaube ich, noch nach dem PC irgendwie nach einem Passwort suchen. Können wir das irgendwie machen? No password. Like it would help me find tools anyway. Okay, das heißt, wir können nichts machen. Auto? Ach so. Check out the muscle car. Ja, das haben wir schon gehört. Chloe's stepdad must be a gearhead. Dann... Nanu?
ein Karton. Ach ja, dann können wir es rausziehen. Sehr gut mitgedacht, Max. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Yes, you have mad skills, Max. Ja, das ist beeindruckend. Kann ich irgendwie diesen Laptop benutzen? No password. Like it would help me find tools anyway. Okay. Dann kam die Szene, an die ich mich gerade erinnere, wohl erst später. Oder ich hab's einfach gerade verpeilt. Gehen wir mal wieder hoch zu Chloe. Ich höre den Vogel. Kommt es von da drin? Ist er noch da? Hallo? You've been resurrected, Birdie. Fly, be free. Okay, dann kann man wohl nichts machen. Dann gehen wir mal wieder zurück zu Chloe. Ich habe übrigens das ganze Haus mal in Sims 4 nachgebaut. Das hat ziemlich lange gedauert. Ich glaube 6 Stunden. Und anstelle von dem Schlafzimmer von den Eltern habe ich dann noch das Zimmer von Max reingemacht, weil die beiden bei mir in der WG gewohnt haben. Ja, hier brauchen wir uns nichts mehr anschauen. Das haben wir ja schon alles gesehen. Hard to believe Chloe was my BFF just 5 years ago. 5-mal gehört, danke Max. You found the tools. Sweet. You can sit at my desk and fix your camera. Okay. So? I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah, I just took them today. Let me see. Wait, I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. Ja, ich meine, wieso sollten wir sie anlügen? I was there, hiding in the corner. Damn, you're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? Nee. Not at all. Your hair and clothes are so different. I hope so. I'm sure this is all so weird to you after coming back. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. Bisschen was. Just a bit. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Haben wir? Nein, haben wir nicht. I wanted to. What if he goes on some rampage? Nathan fronts like a thug, but he's a spoiled punk-ass biatch. He would have shot you, Chloe. That's a fact. I should tell the principal. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. Seriously, I didn't blab to anybody. Promise. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. Aww. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yeah. Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that phony white ass. Or take my picture with your new camera. Ist ja süß, dass Chloe auch mal ein bisschen besser gelaunt ist.
This day couldn't get any stranger. Tja, life is strange. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yes, break it down, Max. Los, Fortnite-Tänze. Yo, turn it off, turn it off. Oh shit. Dude, the music's not even on! Asshole. I'm coming up. We need to talk. Oh, no fucking way. Oh, you scheiße. Need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Chloe, what's going on? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide now. Chloe, I'm coming. Schrank, Chloe, schrank, 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 schrank. I'm changing. Give me a minute. Don't fuck. Just fuck, let fuck, me fuck. In. Now. Schnell zurück, bevor er hier noch reinkommt. Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just let me in. Now. Let One me in. Second. My bra is stuck. I'm not screwing okay, around, good. Soldier. Shit. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. One of my guns is missing. Did you take it? Oh god, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait, is that grass? You been token up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth, that's an order. Whose is it? Es wäre ein bisschen komisch, wenn wir jetzt auf einmal aus dem Hinterhalt rauskommen und sagen, dass wir das waren. Vor allem, weil Max... Komm, wir haben heute schon für Kate von ihm Ärger kassiert. Wir können jetzt nicht auch noch random einfach bei ihm zu Hause auftauchen. Er denkt sich auch so, what the fuck, was macht dieses Kind auf einmal in meinem Haus? Ich denke mal, es wäre besser, wenn wir nichts sagen. Stop treating me and my mom like we're your family platoon! Hey, leave Joyce out of this! I wish you'd leave Joyce, like now! Alter. Jetzt will ich rauskommen und ihn zusammenschlagen. Chloe, I'm sorry. I care about your mother and you just keep pushing me. Don't touch me again, asshole. That's the last time. Or I'll bring the cops in here so fast! You're not that dumb. I'd be smart to have you busted. Chloe, someday you'll grow up. Fuck. Das hat mich gerade auch ziemlich hey, überrascht. Hey, you okay? Welcome to the real step douches of Arcadia Bay. Hmm. I'm sorry. For what? He would have been a bigger dick if he caught you in here. That's hard to believe. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can go to in this hick hole. David was such a mean bastard to Chloe. What if I had stepped up to help? Ich glaube, das wäre nicht besser geworden. Hard to believe Chloe was my BFF. Ja, komm on. You go already. I want to get the hell out of here. Können wir gerne machen. Nein, ich habe eine Szene verpasst. Ah! Ich glaube, ich habe eine meiner Lieblingsszenen gerade verpasst. Ich wusste nur nicht, wie man sie getriggert hätte. Hm. Das ist gerade ein bisschen ärgerlich, gerade wenn man das Spiel schon in- und auswendig kennt und bestimmte Szenen kennt, aber man sie dann verpasst, weil man es irgendwie nicht hinkriegt, sie zu triggern. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Whoa. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Stimmt. Stimmt. Ich war gerade so in Gedanken, weil ich habe gerade überlegt, ich glaube, die Szene wäre gekommen, wenn wir eingegriffen hätten. Ich hätte wahrscheinlich doch nochmal zurückspulen sollen. Dann hätte Chloe uns nämlich gezeigt, dass sie die Waffe genommen hat. Oh.
Er hat ordentlich kassiert von Nathan. was steht denn hier noch? Erde an Max, dein Ritter in strahlender Rüstung ist hier. Ich weiß, du sorgst dich um mich. Ich schulde dir was, danke für heute. Ruf dich später an, Kay. Versprochen. Kein Problem, du musst mir noch ein großes Geheimnis erzählen. Keck. Was heißt denn keck? Ich benutze es immer nur als Beleidigung. Birds are so lucky, they can always escape. Ja, jetzt sieht es gerade noch nicht so schlimm aus wie in unserer Vorahnung. Schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Da hinten ist die Stadt. Man, I should have helped Chloe. I feel so bad. Ja, wir können nicht so weit zurückspulen, Max. Tut mir leid, wir sind schon in der nächsten Szene. I don't remember this at all, but it seems like it's been here for a long time. Max, oh my god, I forgot all about this. Too bad I can't rewind that far back. Hier ist noch ein Gedicht. A tree haiku? How pretty. Turn this way now, or... keine Ahnung, was da steht. Ist hier noch was? Ein Toilettenhäuschen? Und ein sehr hässliches Affengraffiti. Clearly. The Bigfoots are everywhere. Sieht ein bisschen creepy aus. Können wir da reingehen? Nein. Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. Ach, das wäre toll, wenn wir da jetzt mit Chloe reingehen könnten. Trust no one. How long has that been here? Bestimmt war das Chloe. Hier, die Karte haben wir im Produkt schon gesehen. Wowzer, Chloe drew that to mark our tree fort. So we'd always be able to find each other in case of emergency. Warte mal. Habe ich am Anfang auch... ich habe am Anfang nichts vergessen, aber am Anfang war dieses Piratenlogo auch schon da und da hat Max, wenn sie jetzt gerade erst erfahren hat, dass dieses Dings hier ist, ich bin gerade zu dumm, um zu reden, aber sie hat ja jetzt gerade so reagiert, so hey, ich wusste nicht, dass dass Chloe unser Piraten-Hideout markiert hat. Wieso hätte sie es im Unterbewusstsein gewusst, wenn das nur ein Traum war? Vielleicht war es ja doch eine Vorahnung. Und wieso ist da hinten ganz rechts bei der 14 ein riesengroßer Titan? Interessant. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mich doch zu wenig umgeschaut in dem Spiel. This would be a nice photo of Chloe, framed by the sun. Oder ich verwechsel gerade alle Episoden und bringe alles durcheinander. Das kann natürlich auch sehr gut sein. Errungenschaft freigeschalten. Ach, hier sind unsere Fotos. Scheint, dass wir schon ein paar verpasst haben. Ist das der Vogel aus Chloes Badezimmer? Aus Chloes Schlafzimmer. Dann hocken wir uns mal hin und reden mit ihr. Sure you don't want to be alone? Sit down if you want. Are you pissed at me? I just wanted some backup. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Well, yeah, I couldn't help it. Never change. What did you find? Creepy photos of Kate Marsh, other Blackwall students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it! He is so hella fucking paranoid! I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Ich weiß gerade nicht, wie ich mich entscheiden soll. Even yours? Not anymore. So what do you have on Nathan? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative.
and he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. Oh, scheiße. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Fuck. I am so furious, I can't even speak. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Good thing you didn't tell anyone. Nathan Prescott better watch his back now. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. Hat Chloe auf jeden Fall einiges durchmachen müssen, aber... If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Jetzt ist sie nicht mehr alleine. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Dieser Ort scheint auf jeden Fall irgendwas in uns zu triggern. Könnte das Bay vielleicht auch eine Vision sein von Max? Von Max oder Chloe in der Zukunft? Okay, ich kann auch nicht wirklich schneller gehen. Ah, fuck. Ah, wir sind hier fast erschlagen worden. Oh Gott. Folgen wir mal brav dem Reh. Ei, hier kann man auch nicht weit genug zurückspulen. Wie komme ich denn hier vorbei? Max, kannst du springen? Hä? Ich weiß gerade nicht, was ich hier machen soll. Okay, jetzt weiß ich, was ich machen soll. Ja, da ist wieder der riesengroße Tornado. Oh my lord! The tornado is back! Is this for real? Oh! Das ist auf jeden Fall sehr angsteinflößend. Jetzt kommen wir ein bisschen weiter als bei unserer ersten Vision im Klassenzimmer. Oh shit. Das habe ich nicht gesehen. Ups. Jetzt kommt die Szene, wo ich dachte, ich hätte sie schon verpasst, aber wenigstens sehen wir es jetzt. October 11th? Is this Friday? That's only 4 days away. Oh no. The tornado is headed straight for the town. I
Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You're just zoned. No, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had the same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But I, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Gehört sich erstmal mit rein. Na super. Ja, das war Life is Strange Episode 1 und obwohl ich das Spiel eigentlich in- und auswendig kenne, war ich gerade wirklich, also die Szene mit dem Tornado, ich hatte instant Gänsehaut, das war natürlich ein, es ist einfach eine komplett andere Erfahrung, das Ganze dann mal selber zu spielen, wenn man dann auch vor allem sich nicht mehr an jede Kleinigkeit erinnern kann und nicht mehr genau weiß, wie bestimmte Szenen getriggert werden, was genau die richtige Entscheidung war. Also ist es in der Hinsicht für mich auch natürlich nochmal ein neues Spielerlebnis, weil ich es halt eben noch nie selbst gespielt habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich Episode 1 durchgespielt habe, sie kam mir viel zu kurz vor. Also ich kann mich gerade nicht vorstellen, wie sich das angefühlt hat, wenn man dann irgendwie 4-5 Monate auf Episode 2 damals warten musste, als es rauskam, weil ich habe das ja wirklich damals alles zu Release gesehen. Und ich bin froh, dass ich jetzt nicht mehr warten muss, weil selbst Life is Strange 2 ist ja jetzt vor ein paar Wochen die letzte Episode daraus gekommen. Und auch wenn ich das dann irgendwann mal spiele, muss ich nicht monatelang warten. Also das ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Ich werde aber an dieser Stelle mal die Credits überspringen, weil so viel habe ich jetzt nichts zu sagen. Und ich meine, wir müssen nicht warten, also kann ich ja dann auch direkt mit Episode 2 loslegen in der nächsten Folge. Schauen wir dann mal die Entscheidungen an. Also, du hast Nathan gemeldet. 63 Leute haben das gemacht. Ich dachte eigentlich, die Mehrheit hätte sich dazu entschieden, die Wahrheit zu verheimlichen. Okay. Du hast Victoria getröstet. Da waren wir auf jeden Fall in der Mehrheit. Du hast ein Foto davon gemacht, wie David Kate belästigt. Du hast eingegriffen und Kate geholfen. Ja, gut, dass da mehrere Leute sich für Kate entschieden haben. Du hast die Schuld auf dich genommen.
Du hast Chloe die Schuld gegeben. Du bist im Versteck geblieben. Du bist herausgekommen, einzugreifen. Okay, also man sieht schon, dass ungefähr 30% haben es überhaupt nicht geschafft, sich im Schrank zu verstecken und haben dann eben selbst entschieden, ob sie was sagen oder nicht, weil da wurde man dann direkt konfrontiert, weil man natürlich direkt neben Chloe stand. Ja. Und ich, kleiner Spoiler an der Stelle, Chloe hätte, glaube ich, automatisch dann die Schuld auf Max geschoben, weil sie zu sehr Angst hatte vor David. Du bist herausgekommen, um einzugreifen. Ja, da hätten wir, glaube ich, die Szene gesehen, dass Chloe sich bei uns bedankt hätte. Und ich glaube, er hätte sie dann auch nicht geschlagen. Ja, das hätte er nicht gemacht. Und dann hätte sie gezeigt, dass sie eine seiner Waffen geklaut hat. Ist auch eine sehr lustige Szene. Du hast Daniel dein Porträt zeichnen lassen. So viele Leute haben sich nicht dafür entschieden. Das sind ja fast 60%. Krass. Du hast Miss Grant Petition unterschrieben. Waren wir auch wieder in der Minderheit. Ja, okay, ich denke mal, das wird jetzt nicht wirklich Konsequenzen haben. Du hast Alyssa geholfen, hat natürlich die Mehrheit gemacht. Du hast die Beleidigung auf Kates Tafel weggewischt. Okay, also war das tatsächlich Kates Tafel. Ich glaube, die meisten, die das nicht gesehen haben, die haben es einfach übersehen und deswegen nicht weggemacht. Oder sie dachten, es wäre Victorias Zimmer. Du hast die Pflanze gegossen, du hast Danas Test nicht angefasst. Ja, weil wir zurückgespult haben. Du hast Victorias Foto nicht angerührt, weil wir natürlich auch zurückgespult haben. Du hast auf ein dreckiges Wohnmobil geschrieben. Okay, das haben 80% wieder rückgängig gemacht. Das ist interessant. Mal schauen, ob wir da noch konfrontiert werden, weil gerade im Abspann haben wir ja gesehen, dass der Typ mit dem Hund und seinem Wohnmobil auch noch vorkommen werden. Du hast den Vogel gerettet. Yes. Du hast Chloes Schneekugel nicht zerbrochen. Oh, die habe ich gar nicht gesehen, aber hey, immerhin haben wir sie nicht kaputt gemacht. Du hast keine Spuren hinterlassen und du hast Davids Akten gelesen. Und hier kommt der Trailer zur Episode 2. Das war sehr intens. Ja, auf jeden Fall würde ich dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Episode von Life is Strange. Und zwar bei Episode 2. Und bis dann. Tschüss.